Ja, dann fange ich jetzt einfach mal an. Ich meine, ich muss mich jetzt halt erstmal noch so offiziell für die Qualität von meinen Folien entschuldigen. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich hier irgendwie über Full HD an den Beamer drankomme, aber mein etwas betagtes ThinkPad macht nur VGA als Ausgang und dieser Beamer spricht auf VGA maximal 1024 mal 768. Das ist halt irgendwie unglücklich gelaufen. Aber okay. Trotzdem vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Und das ist hier mein Vortrag Bewegtbildtherapie für ein Mountainbike-Rennen. Der Titel ist bewusst ein bisschen im Stile vom Motto hier gewählt, weil das Thema ist ein bisschen konfuser, sage ich jetzt mal so. Und ich habe mir gedacht, ich könnte es ein bisschen aufpeppen, wenn ich das Ganze hier ein bisschen dem Theme der Veranstaltung anpasse. Und es geht im Prinzip um Folgendes. Oh, da kommen ja Leute. Aha, hallo. Alle Weile. So, es geht im Prinzip darum, bei mir in dem Dorf, wo ich herkomme, gibt es eine Veranstaltung, das ist ein Mountainbike-Rennen und das sind auch diverse Laufveranstaltungen an dem gleichen Tag und das ist die Höllenberg Trail Trophy. Diese Höllenberg Trail Trophy ist eigentlich ein ganz beliebtes Event. Ich will jetzt hier nicht zu viel Werbung machen. Man kann laufen und nochmal laufen, man kann Fahrrad fahren oder man kann beides machen, wenn man verrückt genug ist. Also 20 Kilometer Fahrrad fahren und dann nochmal 15 Kilometer laufen. Und so, um die Größe einschätzen zu können, das hat so 250 Starter mittlerweile. Ist also eher so eine kleinere, familiärere Geschichte. Und es begab sich aber zu der Zeit, dass wir das Jahr 2013 hatten und wir waren gerade so im, ja, quasi bei der Afterparty von der Höllenberg Trail Trophy 2013 und einer von den Organisatoren meint so über sein Bier so, naja, eigentlich ist das eine super Veranstaltung, aber für unsere Zuschauer ist es ein bisschen doof. Die sehen die Läufer und die Mountainbiker genau zweimal. Oder eigentlich dreimal, wenn sie starten, wenn sie einmal den Dorfplatz überqueren als Teil von ihrer Runde und wenn sie danach im Ziel ankommen. Also die ganzen Stellen, wo die halt so alles geben müssen, weil es berghoch geht oder wo es richtig schwierig wird im Wald, weil die Mountainbiker da um Spitzkehren rum müssen und so und wo denen dann der Schweiß auf der Stirn steht, das sehen die Leute ja gar nicht. Und das ist irgendwie doof. Und dann kam so dieses, kann man da nicht irgendwie Video, Livestreaming, du bist doch so ein Hacker, kann man da nicht irgendwie was basteln? Und ja, meine Diagnose als Facharzt für zusammengefrickelte Videotechnik soll heißen, ich hatte zu dem Zeitpunkt null Erfahrung, was Videozeug und Streaming und so weiter angeht. Na, okay, ich habe vielleicht mal irgendwo im Internet einen Stream geguckt, aber damit hat sich's. Da gibt es eindeutig einen Mangel an wild zusammengefrickelter Videotechnik. Und natürlich bezahlt die Krankenkasse die Behandlung nicht. Das war dann gleich das nächste, aber kosten darf es nicht viel, weil die Veranstaltung ist komplett von Freiwilligen organisiert und aufgezogen und es gibt ein paar wenige Sponsoren und man will das Sponsorengeld halt lieber für irgendwie Absperrungen, Merchandise und ähnliches ausgeben und jetzt nicht für so ein Experiment. Und dann habe ich überlegt und überlegt und dann habe ich mir gedacht, so mehr Videotechnik, nur mit uns. Das ist jetzt der Kollege aus Berlin, falls den jemand kennt. Der hatte aber, glaube ich, was anderes im Sinn, als er das gemeint hat. Ja, wir haben dann da an dem Tisch noch überlegt, es gibt im Internet billige IP-Kameras. Die sehen so aus. Das war ein paar, ja, es war so ein halbes Jahr später, als wir dann tatsächlich Dinge gekauft haben für die Veranstaltung, als das schon genug ein Plan war, dass man Dinge kaufen konnte. Die Kameras speziell kann ich nicht empfehlen. Grund dabei ist, IP-Kameras, ich habe das jetzt mal mit fernöstlicher Medizin übertitelt. Also wir haben da nicht irgendwie tolle Dinge von irgendwelchen namhaften deutschen Herstellern gekauft, sondern wir haben halt geguckt, eBay, was kriegen wir billig und dreckig. Und da gibt es dann zwei Varianten, entweder MJPEG als Videoformat oder H264. MJPEG oder MotionJPEG ist sehr witzig, weil das ist, man macht einen TCP-Stream auf, normalerweise noch über HTTP, requestet ein Bild und man bekommt ein JPEG und ein JPEG und ein JPEG und ein JPEG. Und der Stream geht einfach nie zu. Und was ein Browser in dem Fall dann tut, ist, jedes Mal, wenn er einen JPEG-Header sieht, fängt er von neuem an, das Bild zu rendern. Und damit hast du sehr, sehr billig bewegt Bild im Browser. Also meine Meinung als Mediziner ist, das sollte man nicht machen. Das ist irgendwie,
Die Alternative ist dann natürlich sowas hier, das hat H.264, das macht Real-Time-Streaming-Protokoll, mehr oder weniger. Also die Implementierung darauf ist nicht ganz standardkonform. GStreamer 1.0 will damit nicht sprechen, GStreamer 1.8 will damit sprechen, VLC spricht ein bisschen damit, MPV spricht problemlos damit. Also das ist dann auch wieder so, dafür sind sie billig, muss man einfach so sagen. Die macht 720p, da für 60 Euro ist das in Ordnung. Packungsbeilage, sprich Dokumentation dazu, also wie komme ich mit irgendwas außer der chinesischen GUI an meinen Videostream dran, gibt es dazu keine. Das muss ich mir quasi selber irgendwie stricken. Dafür sind sie quasi in jeder Internetapotheke, Lease, zum Beispiel eBay, AliExpress, Konsorten, sind die Dinge erhältlich. Die nächste Frage war, wir müssen das Bild ja irgendwie aus dem Wald auf den Dorfplatz bringen. Jetzt ist Ethernet spezifiziert für 100 Meter Kabel, mit ein paar Tricks geht ein bisschen mehr, aber dann ist auch Schluss. Also Ethernet war raus. Naja, wir machen doch dieses WLAN. Und glücklicherweise hat uns jemand Industrie-WLAN-Komponenten ausgeliehen von dieser türkisen Firma mit dem weißen Font. Und alles, was wir noch tun mussten, waren Antennen kaufen. Und wir hatten dann so die neueren Komponenten und die älteren Komponenten da und verschiedene Sorten Antennen. Und dann haben wir das Ganze erstmal getestet. Also so Dreibein aufgestellt, irgendwo 500 Meter weiter oben im Wald, stand jemand mit dem Auto, hatte eine Antenne am Auto und dann haben wir mal hin und her probiert. Ich kann euch sagen, die großen Antennen hier sehen eindrucksvoll aus, machen ein klein wenig Richtwirkung. Von den 30 dBi Gewinnen kann ich da nicht wirklich reden. Also es war eher so mäh. Und die kleinen Dinger hier, das sind bessere Rundstrahler, diese Yagis. Die kann ich euch gar nicht empfehlen. Aber ja, das war halt auch günstig im Internet geklickt und wir sind dann bei den Dingern hängen geblieben, weil die zumindest eine Richtwirkung hatten. Wenn schon kein Gewinn, dann ein bisschen Richtwirkung. Gewinn, den könnte man eventuell anders kriegen, also das darf man eigentlich gar nicht in Deutschland und meine Fachmeinung als Mediziner ist, dass das unethisch wäre. Aber man kann diese Access Points so konfigurieren, dass sie eine sehr, sehr schlechte Antenne annehmen, ein sogenanntes Leaky Cable, und man kann die Sendeleistung dann maximal weit aufdrehen. Und dann gehen sie halt davon aus, dass die Antenne irgendwie 0 dB Gewinn hat und dann föhnen die auch ganz ordentlich raus und werden sogar ein bisschen warm. Und man kriegt dann über so einen 500 Meter Link, kriegt man damit dann so 10, 20 Megabit drüber mit den Komponenten. Also nichts Tolles. Dann war die Frage, irgendwie muss ich diese Bilder, weil es waren ja mehrere Kameras geplant, die muss ich irgendwie in ein Bild reinwerfen. Also mindestens so Picture in Picture oder irgend sowas muss ja schon sein, weil wir sind hier ja echte Profimediziner und wir sind nicht irgendwie der Quacksalber vom Dorf. Das muss ja schon, ne? Und da bin ich dann bei der Raumfahrt gelandet. Genauer gesagt bei der Amateurraumfahrt, weil anscheinend ist Video zu mischen so ein bisschen Rocket Science. Und das war dann ein Projekt von den Kopenhagen Suborbitals. Das ist so eine Amateurraumfahrergruppe aus Dänemark. Und die machen regelmäßig Raketenstarts, die sind ins Internet livestreamen, richtig toll gemacht. Sieht fast so toll aus wie das von SpaceX. Und die haben sich dafür eine eigene Software gebaut, dieses SnowMix. Und SnowMix funktioniert so, man hat eine Kamera oder irgendeine andere Quelle für ein Bild. Man hat seinen G-Streamer, der dazwischen drin hängt, der dann Formatkonvertierung und das Bild aus dem Netzwerk holen und so macht, schaufelt das in Shared Memory, sagt SnowMix, wo der Shared Memory ist, SnowMix mischt die Bilder, schaufelt das Ding zurück in Shared Memory, GStreamer und dann wieder auf die Anzeige. Klingt einfach, ist im Detail ein bisschen schwieriger, werde ich jetzt so direkt nicht ganz drauf eingehen, kommen nachher noch ein paar Folien zwischendurch, damit euch allen da die Lust drauf vergeht. Ja, ich darf hier über GNOME ranten, der GNOME-Vortrag ist in dem anderen Raum. Das hier ist dann, was ich gebaut habe, weil SnowMix kommt ohne GUI. Es hat, hier hinten sieht man so ein bisschen, so eine Konfigurationssprache, die recht krude und witzig ist und stellenweise auf Tickle basiert. Da will ich heute gar nicht drauf eingehen, das wird viel zu lange dauern. Aber was ich dann gebaut habe, ist ein kleines Python-Tool, mit dem man hier die verschiedenen Kamerabilder umschalten kann. Entweder alle drei zusammen oder halt eins einzeln. Hier unten ein bisschen Logo, eine Uhr. Und da oben im Frame-Counter, den ich dann im Produktivbetrieb ausblenden kann. Ups, falsche Taste. Ja, GStreamer, wie gesagt, ein bisschen esoterisch. GStreamer basiert auf sogenannten Pipelines. So viel kann ich euch mal verraten. Man hat irgendeine Videoquelle, wie diese Videotestquelle. Man hat Capabilities, die dazwischen drin stehen. Die sagen quasi, was für eine Sorte Video, das man zwischen den verschiedenen Plugins haben will.
Und normalerweise handeln die Plugins unter sich so einen kleinsten gemeinsamen Nenner aus. Das ist auch ganz lustig, weil da kommen die wirsten Dinge bei raus. Und irgendwann kann man das Ganze dann auf eine Senke geben, also so ein X-Image-Sync, die das Ganze anzeigt. Die Doku dazu ist furchtbar, weil für jedes Plugin an sich gibt es eine sehr gute Doku, wie man dieses Plugin mit einem beliebigen anderen Plugin verheiratet, muss man selber rausfinden. Also Doku brauchen nur Schulmediziner, was ich gemerkt habe, dieses GST-Inspect, mit dem man sich so Pipelines angucken kann, um was halt auch sagt, wo es in der Pipeline gekracht hat und welche Capabilities das nicht passen. Viel praktischer als jede Doku. So zwei Hausmittelchen kann ich euch noch mit auf den Weg geben, falls ihr was mit GStreamer macht. Es gibt komische Plugins, die dann zum Beispiel nur HSVV-Raum fürs Video verstehen. Dann kann man hier FFmpeg ColorSpace, komisches Plugin, FFmpeg ColorSpace, das ist so der universelle ColorSpace-Adapter. Dazwischen drin ein beliebiger ColorSpace, vorne dran ein beliebiger ColorSpace, hinten dran ein beliebiger ColorSpace, wird automatisch hin und her kodiert. Ähnliches, es gibt auch so einen universellen Adapter für Video im Format A nach Format B zu bringen. Das wäre FFmpeg ColorSpace, skalieren, Framerate anpassen, nochmal ein ColorSpace, weil Scale nicht in jedem ColorSpace skaliert und dann ist man auf der anderen Seite. Also das sind so die Dinge, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss, wenn man mit GStreamer arbeiten will. Aber ich hatte sehr viel Zeit und sehr wenig zu tun in dem Jahr, was so überhaupt nicht stimmt. Ich hatte eine Bachelorarbeit, die prokrastiniert werden musste. Aber ich habe mich da halt mal reingefuchst und irgendwann hat es halt funktioniert. Die nächste Frage war dann, wo kriegen wir Strom her? Die nächste Steckdose war halt echt 2 Kilometer weit weg von unseren Kamerastandorten. Dann war so die erste Idee so, ja, wir können ja einfach Spannungswandler und eine Autobatterie und halt so dann auf 5 Volt und auf 12 Volt und wir wissen aber noch gar nicht, welche WLAN-Access-Points und so und ach, fuck it, lass uns 230 Volt draus machen und dann eine Mehrfachsteckdose hinlegen und die ganzen Netzteile benutzen. Es ist nicht effizient, es ist nicht schön, aber es funktioniert fürs Erste. So, mit den Überlegungen sind wir dann in die Höllenberg Trail Trophy 2014 gestartet. Wir hatten unsere 3 Kameras. Die haben Motion JPEG gemacht in einer noch schlechteren Auflösung als die Folien hier. Über HTTP auch noch. Wir hatten 2 WLAN-Strecken mit tollem Industrial-Grade WLAN, wo man so 20 Megabit Peak drüber gekriegt hat. Wir hatten Gitterantennen mit 23 China dB Gewinn, ließ vielleicht 1-2 dB Gewinn, man weiß es nicht so genau. Und das Ziel war es, auf dem Großbildfernseher oder auf dem Beamer ein gemischtes Bild mit 1024x768 zu haben. Und weil ich nicht ganz wusste, wie ich das sinnvoll mache, dass ich das Bild nochmal durchs Netzwerk schiebe, also mit Raspberry Pi hatte ich damals noch nicht so viel zu tun. Und dann dachte ich mir halt, okay, ich stelle einen Rechner direkt an den Fernseher, der mischt das Bild und ich mache eine Fernsteuerung über Netzwerk auf dem Regierechner und der kriegt dann ein kleines Bild gestreamt, was ich mit GStreamer relativ schnell zusammengeklöppelt habe. Und Strom halt über Autobatterien und Wandler. Das war dann das Setup. Hier eine Kamera, da eine Kamera. Das Grüne sind Ethernet-Strecken, das Rot gestrichelte ist WLAN, da irgendwo ist der Dorfplatz, wo der Fernseher steht. Und wir hatten halt auf der Strecke erst so 10 Megabit, dann gar nichts mehr, weil die WLAN-Komponenten irgendwann abgeschmiert sind und auch durch mehrfaches Neustarten nicht wiederkamen. Passiert, wenn man im Feld ist. Und auf dieser 600 Meter Strecke, das hat halbwegs funktioniert. Ab und zu ein bisschen stockend, mitunter ganz gut, aber hat funktioniert. Das Ganze sah dann im Wald so aus. Wichtig ist, roter Eimer, falls es regnet. Hier kommt dann noch eine Mülltüte drüber. Wir haben dann da unsere Gitterantennen irgendwo in den Wald gestellt. Wir haben unsere Kameras irgendwo in den Wald gestellt. Das sind die 2 Stationen, die man gerade gesehen hat. Die mit 2 Kameras, die mit 1 Kamera. Und unten hatten wir entsprechende Gegenstationen. Das ist unsere Bild- und Tonregie. Die ist auf so einem kleinen Turm aus Gerüstelementen drauf immer. Das ist die andere Antenne. Und das da ist so das Mischer-Setup. Und hier sieht man den Fernseher mit dem Bild drauf. Esoterik, ich habe euch gewarnt, ich würde zwischendurch mal kurz über GStreamer reden. Das ist die Pipeline, die von der Kamera Cam den Videostream als Motion JPEG holt, dekodiert, die Videorate anpasst, das Ganze in ein Format schmeißt, was in SnowMix reingeht, dann in eine Shared Memory Sync das Ganze reinpumpt. Das Schöne ist, all diese Magic Numbers, die ihr hier seht, sind aus irgendwelchen Dokumentationen zusammengeklaubt und wer weiß nicht woher. Es hat mich irgendwie 2 oder 3 Wochen gebraucht, bis diese Pipeline so dastand. Also mangelnde Doku war so das Größte, gegen das ich gekämpft habe. Aber wie gesagt, mangelnde Doku ist ja für Schulmediziner, wir machen hier ja eher so alternative Dinge. Es gab dann auch ein Ups bei der Veranstaltung. Das ist erst beim Abbau aufgefallen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Antenne hier irgendwie ein bisschen off-center sendet.
Und wenn man jetzt mal genau anguckt, hier vorne, das Ding ist irgendwie verbogen. Da war es ein bisschen windig, die Antenne ist einmal umgefallen, jemand hat sie wieder aufgestellt und nicht vorne drauf geguckt und wir haben uns im Prinzip an unserer Gegenstelle vorbeigefunkt. Es war aber leider die Verbindung, die gut funktioniert hat. Ja, Komplikation, ja, die Linkqualität auf der einen Strecke war schlecht, weil scheiß Gitterantenne und die WLAN-Strecke für die andere Kamera ist komplett ausgefallen. Das war auch tatsächlich ein Kunstfehler in der Firmware der WLAN-Komponenten. Der ist mittlerweile gefixt, hat man mir versichert. Aber Behandlungserfolge war, es war ein guter Proof of Concept. Es kam bei den Teilnehmern und bei den Zuschauern richtig gut an, weil die Teilnehmer einerseits haben gesagt, boah, da kommt man da den Berg hoch und da steht so eine Kamera und man weiß, die auf dem Dorfplatz können einen sehen oder halt auch nicht, aber das wussten die ja nicht. Und da muss man halt nochmal alles geben und da dran vorbeispurten und winken, damit die Leute das sehen, dass man noch nicht im Eimer ist. Und es spornt nochmal so richtig an. Und es war, also viele Teilnehmer, es gab auch ein paar, die gesagt haben, oh, ist das doof mit den Kameras, da kann man sich da gar nicht hängen lassen und so. Aber so unterm Strich kam das sehr, sehr gut an. Und bei den Zuschauern erst recht, weil das sah man jetzt auf dem Bild gerade nicht, weil ich das vor der Veranstaltung gemacht habe. Währenddessen komme ich meistens nicht zum Fotografieren, weil ich irgendwo eingespannt bin. Und die Zuschauer war halt auch, da war blitzschnell eine Menschentraube vor dem Fernseher und die haben da alle geguckt und oh ja, den haben wir ja vorhin schon gesehen und boah, ist der schnell. Und ja, war eigentlich ganz gut und die Organisatoren haben auch gemeint, wir machen das nochmal. So 2015 war so die Idee, ich habe halt gedacht, naja, also 800 mal 600 kann man irgendwie nicht mehr ganz bringen. Wir müssen da irgendwie so noch mal eins drauflegen. 1080p ist ein bisschen gewagt. Ich weiß vor allen Dingen, oder ich wusste damals vor allen Dingen auch nicht, ob Snowmix 1080p hinbekommt auf irgendeinem Rechner, den ich da hinstellen kann, weil die werden von Version zu Version werden sie besser. Mittlerweile ist es gar kein Problem mehr, aber damals war das noch so, ob ich da dann genug Rechenzeit habe und ob das übers Netzwerk geht und ich weiß ja nicht. Und dann habe ich halt gedacht, okay, 720p teste ich mal, mit 720p getestet. H264 ist auch kein Hexenwerk, da irgendwo Quellmaterial zu bekommen, was so kodiert ist. Das in meine ganzen G-Streamer-Pipelines rein, in das Snowmix. Ein paar von den Magic Values getweakt, damit genügend Speicher im Shared Memory da ist, damit die ganzen Frames reinpassen. Das Übliche, was halt schief gehen kann und so nach einer Woche abends rumprobieren, hat es halbwegs funktioniert. Und dann haben wir gesagt, naja, WLAN-Strecken sind halt irgendwie doof. Das hat nicht sehr gut funktioniert. Was kann man sonst tun? Und wir hatten schon unmittelbar danach die Idee, DSL in irgendeiner Form. Und was sich dann ergeben hat, es gibt Komponenten für SHDSL. Das ist Super High Speed Single Pair Digital oder Single Pair High Speed Digital Subscriber Line, irgend sowas. Und da gibt es Modems, da steckt man Ethernet rein und dann macht man eine Doppelader zwischen rein und die Doppelader kann irgendwie 1,5 Kilometer lang sein und man kriegt ja immer noch 10 Megabit drüber. Eine so eine Kamera braucht so für ein brauchbares Bild 6 bis 8 Megabit. Von daher okay, da kann man was mit anfangen. Die Idee war dann halt auch, wenn wir schon in HD aufzeichnen, müssen wir auch in HD mischen, war kein Problem. Und es hieß, wir würden mehrere Fernseher haben, also habe ich das System so gebaut, dass ich auf mehr Raspberry Pi streamen kann. Die Technik hatte ich zu dem Zeitpunkt. Ich wusste, dass der Raspberry Pi das H264 in Hardware dekodieren kann. Alles halb so wild, hat auch sehr gut funktioniert. Das Problem ist, live ist das nur noch in Anführungszeichen. Also es ist insofern live, als dass das erste Mal H264 auf den Kameras macht irgendwie so 1 bis 2 Sekunden Latenz. Das Dekodieren beim Mischen macht 1 bis 2 Sekunden Latenz. Das Neukodieren macht 1 bis 2 Sekunden Latenz. Einfach, weil der Codec so funktioniert, dass er halt eine gewisse Menge an Frames braucht, damit die Kompression funktioniert. Also macht er sich da halt eine FIFO hin und sammelt erstmal ein paar Frames, bevor er loslegt, überhaupt irgendwas zu tun. Das Schöne ist, die Kameras stehen im Wald, die Leute stehen am Dorfplatz. Es wird niemals jemand gleichzeitig das Bild und die Kameras sehen. Von daher ist es eigentlich relativ egal. Ja, Bedienung direkt am Mischrechner war dann halt auch was, was dazu kam. Ich musste den ja nicht mehr fernsteuern. Ich konnte mir irgendwo einen großen Rechner hinstellen und meine ganzen Raspberry Pis bestreamen. Stromversorgung habe ich immer noch so gemacht, wie ich es gemacht hatte, weil ich keine Zeit hatte, da noch mehr Neuerungen einzuführen. Und weil, wie jeder von uns weiß, je mehr Variablen, das man an so einem System betüttelt, desto schlimmer geht es nachher schief.
Und weil ich selber bei dem Rennen mitfahren wollte, bei den Mountainbikern, habe ich irgendjemanden gebraucht, der mich dann in Abwesenheit vertritt. Und dann habe ich mir mal so einen externen Radiologen dazu geholt. Das ist der Zauner, der auch da hinten sitzt, der bei Freifunk Westpfalz viele Dinge am Tun ist. Und ich dachte mir, naja, wenn einer WLAN mit Richtfunk kann, dann noch irgendjemand von diesem Freifunk kann. Das sind die Modems, das habe ich eigentlich schon erklärt. Ja, wir haben es über 1,6 Kilometer Doppelader getestet. 1,6 Kilometer deshalb, weil wir das da hatten. Feldtelefonkabel für alle, die noch bei der Bundeswehr waren. Das schließt mich schon mal aus. Also ich kenne das auch nur von der Aktion jetzt. Aber sowas hat man früher für Feldtelefone. Die Modems waren glücklicherweise wieder so eine Leihgabe. So irgendwo so hintenrum hat mir die jemand da zur Verfügung gestellt, mal kurz. Die hatten eine kleine Nebenwirkung mit UDP und TCP, aber da rede ich nachher drüber, weil das ist mir erst dieses Jahr aufgefallen, dass da die Modems das Problem waren. Ja, wir hatten unser Modem-Zubehör und wir hatten den Plan, wir machen hier eine Strecke in den Wald mit Kabel. Die blauen Dinger sind Modem-Kabelstrecken. Wir stellen da hinten noch eine Kamera auf den Rauberg, weil da eine ganz schöne Stelle ist. Und vom Rauberg aus kann man ganz bequem da runterfunken, weil das quasi Line of Sight ist. Und hier diese Strecke, das waren dann zwei Doppeladern, weil die Modems auch kaskadierten Betrieb können. Dann machen sie 20 Megabit. Das reicht dann gerade so im Best Case für die zwei Kameras. Hat aber erstaunlich gut funktioniert. Also zum Thema Line-of-Sight-Verbindung. Auf dem kleinen Hobbel da oben hatte ich meine Antenne stehen. Das ist die Sicht von dem kleinen Hobbel auf die Kirche oben runter. Ist tatsächlich Line-of-Sight. Ja, und dann hat es mich erwischt. Das da habe ich auch erst dieses Jahr gefunden. Weil wir hatten das Problem, dass auf der Strecke, wo wir zwei Kabel kaskadiert hatten, kam der eine Kanalungsverreck nicht hoch. Dann habe ich an beiden Enden das Modem abgeschraubt, habe mein Ohmmeter dran geschlossen, Kurzschluss, Mist. Dann bin ich das Ding einmal abgelaufen, in der Hoffnung, ich finde das irgendwo, aber das Kabel lag halt relativ querfeldein im Wald. Einerseits, um die Strecke kurz zu halten, andererseits, um irgendwelche Scherzkekse, die da eventuell das Kabel dann entsorgen wollen, weil da jemand seinen Müll in den Wald geworfen hat oder ähnliches, davon abzuhalten, das Ding so direkt zu finden. Und diese Stelle habe ich nicht gefunden. Ich habe mir dann gemerkt, eine von den Trommeln ist komisch, habe die markiert und habe halt die Kameras, glücklicherweise kann man die Bandbreite anpassen für den Codec, über die Weboberfläche von den Kameras. Dann habe ich die beide auf Matschbild gestellt und dann konnte ich auch mit 5 Mbit pro Kamera ganz gut fahren. Sah halt nicht ganz so toll aus, wie ich das gerne hätte. Das Bild ist jetzt ein Jahr später entstanden, als wir dieses Jahr vorbereitet haben. Sind wir auf dem Sportplatz, haben die Trommel abgetrommelt und siehe da, nach 400 Metern von der 800 Meter Trommel haben wir das da gefunden. Pech. Von daher, man merkt sich, Zeug vorher checken. Unbedingt alles immer vorher dreimal überprüfen, weil das ist echt Mist. Das Schöne ist, da wir dann so ein ordentliches Videostreaming-Verfahren und einen ordentlichen Codec hatten, ist die G-Streamer-Pipeline echt klein geworden. Also das ist jetzt das Gleiche für RTS. RTS-P mit TCP als Transportlayer. Das TCP, das erkläre ich nachher noch ein bisschen, warum das wichtig ist. Genau, Komplikationen, nämlich genau jetzt. Wir hatten das Problem, dass über die Modemstrecke kam irgendwie kein Bild. Also ich habe das mit Snowmix aufgemacht, keine Chance. Ich habe das gleiche mit MPV oder M-Player oder VLC aufgemacht, tut. Komisch. Mein erster Verdacht war, naja, die Bandbreite ist sehr niedrig und der MPV kompensiert es irgendwie über Caching und der G-Streamer macht es nicht, was man sich dann halt so zusammenfantasiert, wenn man da schnell eine Lösung finden will. Ich habe es dann nicht geschafft, den G-Streamer dazu bewegen, dass es funktioniert. Glücklicherweise hatte Zauner einen Laptop dabei, da war MPV und i3 drauf. Dann haben wir halt Videomission mit einem Tiling Window Manager und einem Media Player gemacht. Kann man machen, funktioniert als Notbehelf, ist aber irgendwie ein bisschen eine Krücke und die ganze schöne Software, die man geschrieben hat, die ist halt leider für den Eimer. War dann auch erstmal so, komisch, Bandbreite, naja, muss ich dieses Jahr nochmal testen. Ich habe mich auch dieses Jahr daran erinnert, so eine Nacht vorher, abends um 11 oder so, schnell eine Kabeltrommel genommen, zwei Modems dran. Oh, das geht noch nicht mal hier auf der Werkbank. Was ist denn jetzt kaputt? Stellte sich raus, nachdem ich mal kurz mit Wireshark geguckt habe, RTSP gibt es in zwei Spielvarianten. Einmal der Videostream geht über TCP, einmal der Videostream geht über UDP. MPV defaultet aus seltsamen Gründen zu TCP. G-Streamer defaultet zu UDP, wenn man nichts weiter angibt. G-Streamer kam nicht durch die Modems durch, MPV schon. Ich habe G-Streamer auf TCP umgestellt, es ging.
Es war aber auch so wieder so gut eine Stunde, die ich bei mir zu Hause noch im Keller saß, am Vorabend von der Veranstaltung, am Schwitzen war. Ja, ab und zu steckt man halt einfach nicht drin. Kaputtes Feldtelefonkabel hatte ich schon angesprochen und Materialtransport zum Patienten zu aufwendig. Das ist auch noch so ein Ding, die Kamera auf diesem Rauberg. Man kann den Rauberg, also die Stelle, wo die Kamera stand, nicht per Auto erreichen, sondern stattdessen muss man seinen ganzen Kram so einen kleinen Pfad dort hochschleppen. Irgendwie 70 Höhenmeter oder so und 250 Meter zur Kamera-Location noch ein Stückchen weiter. Man musste da das Kabel reinschmeißen. Da waren Leute Tage vorher schon im Wald, weil ich keine Zeit hatte. Ich musste an die Uni und haben da für mich Kabel gelegt. Bei denen muss ich mich eigentlich auch ganz herzlich bedanken an der Stelle, weil ohne die hätte es überhaupt nicht funktioniert. Und die haben mir da Material hochgetragen und auch wieder runter, weil alleine hätte ich das nicht schleppen können. Ja, Behandlungserfolge. Ich habe HD-Kameras gefunden, die mit unter 10 Mbit ein scheinbar brauchbares Bild liefern. SHDSL funktioniert, wenn man die Komponenten richtig benutzt und nichts kaputt geht. 720p mit Snowmix läuft auch und ich kann es zu Raspberry Pi streamen. Eigentlich wird das Ganze so langsam schon fast professionell. Naja, dann kam 2016 und die Idee war, jetzt machen wir mal möglichst wenig anders und versuchen nur die Komponenten auszubauen, die traditionell Zicken machen. Und dann war halt so das Erste, wir nehmen wieder die gleichen drei Kameras, weil mittlerweile wissen wir ja, wie die tun und so. Wir machen eine WLAN-Strecke rein, die 5 GHz WLAN hat. Und zwar nehmen wir da Nanobeam AC19, die bei Freifunk Westpfalz gerade im Regal lagen und an anderer Stelle aufs Verbauen gewartet haben. Die kann man dann ja mal feldtesten, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Und Standorte per Krankenwagen erreichbar, sprichwörtlich. Also man konnte mit dem Auto an die meisten Standorte hinfahren, die wir dieses Jahr bespielt haben. Das da sollte eigentlich da hoch. Keine Ahnung, wie ich das verschlampt habe. Und wir machen wieder eine SHDSL-Strecke mit 2,4 Kilometer an Kabel. Das bedeutet, doch, 2,4 Kilometer an Kabel stimmt. Wir hatten die letzten 800 Meter waren eine Rolle und dann halt nochmal 2x800 Meter kaskadiert, damit wir zwei Kameras darüber abfrühstücken können. Ich habe dann auch meine Mischa-Software mal auf GStreamer 1.8 updaten müssen. GStreamer 1.8 hat weniger Probleme mit den Kameras, weil die einen Patch drin haben, um dieses nicht standardgemäße RTSP irgendwie abzufangen. War auch sehr nützlich. Dass ich auf GStreamer 1.8 muss, ist mir eine Woche vor der Veranstaltung aufgefallen, als ich den Mischa-Rechner aufsetzen wollte und mir Debian ums Verrecken kein GStreamer 1.0 mehr gegeben hat. Ja, war auch schon länger als deprecated markiert. Auf sowas sollte man achten. Kann ich euch sagen. Ich hatte wieder Zauner als Assistenzarzt, weil ich wollte wieder selber mitfahren und er hat das letztes Jahr schon ganz souverän gehandelt und dieses Jahr hat er mir sogar richtig den Hintern gerettet zwischendurch. Ich habe mir überlegt, Stromversorgung mit diesen 230-Volt-Wandlern, das ist doch irgendwie unprofessionell, das ist nicht elegant, das ist kein schöner Hack, müssen wir anders machen. Also habe ich in China kleine Spannungswandlermodule geklickt. Sieht im jetzt harmlos aus im ersten Moment, sollte aber angeblich 2 Ampere können oder sogar 2,5, womit die meisten unserer Komponenten funktioniert hätten. 12 Volt rein, 24 Volt raus. 24 Volt ist halt Industriestandard für alles Mögliche. Dementsprechend funktionieren die Modems damit zum Beispiel. Unlustigerweise funktioniert das PoE von den Access Points oder von den WLAN-Komponenten, funktioniert auch mit 24 Volt. Vorne so einen schönen Hohlstecker dran, damit man da seinen PoE-Einspeisadapter anschließen kann. Autobatterie ans andere Ende läuft. Hat auch sehr gut funktioniert. Wir haben da mal einen Feldtest gemacht, so ein bisschen radiologische Prophylaxe, weil ich gesagt habe, wenn wir da jetzt neue WLAN-Komponenten verwenden, dann müssen wir die vorher mal ausprobieren. Ansonsten stehen wir an dem Tag da und die kriegen irgendwie keine Verbindung oder wir stellen fest, es ist doch nicht Line of Sight oder irgendwas ist immer. Wir müssen das vorher mal ausprobieren, damit wir die Variablen so ein bisschen abschätzen können. Also habe ich mir Zaunei und noch 2-3 Leute von unserem Space in Kaiserslautern einfach mal zum Grillen eingeladen und habe so gesagt, bringt mal WLAN-Hardware mit, wir gehen da mal was ausprobieren. Glücklicherweise waren die da auch alle nicht abgeneigt und wollten das unbedingt mal ausprobieren. Und so begab es sich dann aber zu einem schönen
Samstagnachmittag, dass ein paar Nerds im Wald standen und eine Autobatterie durch die Gegend geschleppt haben und einfach mal WLAN gespielt haben. Mit dem Testaufbau, der war dann hier, es war auch ein bisschen gewagt, also von ganz hier oben, wo wir vorher noch nie waren mit einer Kamera, bis ganz da unten hätte ich gerne WLAN gehabt. Das sind 1900 Meter, glücklicherweise eine gute Line-of-Sight-Verbindung. Auf dem flachen Dorf hat nicht jeder irgendwie ein 5 GHz WLAN. Von daher war da recht wenig Interferenz da. Und dann haben wir das Ganze angeschalten und mal grob ausgerichtet. Und dann sagt der Access Point doch irgendwie 250 Megabit die Sekunde. Das war dann so, okay, gut, wir machen mal was mit iPerf. Stellte sich raus, durch meine komischen Einspeiseadapter fürs PoE geht plus 100 M mit durch. Passiert, der interne Speedtest von den Access Points, also die Firmware von den Dingern ist echt genial, hat einen internen Speedtest, der sogar relativ akkurate Ergebnisse liefern soll angeblich, hat die 250 Mbit dann auch bestätigt, das war also tatsächlich da, das konnte man nutzen. Und mein erster Gedanke war, geil, wir können jetzt 25 Kameras da anschließen. Das hat uns dann zu folgendem Aufbau motiviert. Wir haben hier zum ersten Mal ein richtig langes Stück Ethernet-Kabel verlegt, schönes outdoorfähiges Verlegekabel, was irgendwo aufgetaucht ist plötzlich. Wir haben da oben ein kurzes Stück Ethernet noch verlegt, weil die Line-of-Sight-Verbindung und der gute Spot für die Kamera, das lag ein bisschen auseinander. Wir hatten hier unser proven Setup mit den zwei Kameras, die da gucken, die sowohl, also man könnte jetzt noch was über die Strecke sagen, da oben kommen nur Mountainbiker lang, das ist so eine Mountainbike-exklusive Kamera. Hier kommen auch die Läufer zweimal entlang und die Mountainbiker dann auch noch jeweils. Sprich, das ist eigentlich eine ganz gute Abdeckung für die Strecke. Mit der Kamera hier drüben hatten wir das Ding umgekehrt. Da hatten wir dann drei Kameras, die Läufer zeigen und zwei, die Mountainbiker zeigen. Aber da oben ist eine echt schöne Stelle, wo die Mountainbiker mal langsam sind und wo die auch einfach ist. Da haben die Zeit zum Winken und zum Faxen machen. Und dann habe ich gesagt, da hätte ich mal gerne eine Kamera. Ich will mal gucken, wie das tut. Und dann haben wir da auch unsere Vorortmaßnahmen eingeleitet für unseren Patienten. Das war dann am Tag vom Rennen. Natürlich hat es da geregnet, sprich, ich durfte dann erstmal alles in großzügigen Plastiktüten einpacken. Die Access Points sind Gott sei Dank wetterfest. Und das war dann genau, war oben am Wackelstein. Sehr schöner Felsen, hat man gute Aussicht über das ganze Dorf. Ideal für eine Richtfunkverbindung. Und dann haben wir das dahingestellt. Beziehungsweise wir wollten das dahinstellen. Ich habe ja vorhin noch gemeint, es ist alles mit dem Krankenwagen erreichbar. Just an dem Tag hat es geregnet ohne Ende. Der Weg, der da in die Nähe führt, der ist, sagen wir so, etwas selten befahren. Da war irgendwie 10 cm hoch der Matsch drauf. Wir haben dann erstmal ein Auto festgefahren. So glücklicherweise nur 100 Meter vor der Stelle, wo wir eh hätten aussteigen und tragen müssen. Also haben wir unseren ganzen Kram dann halt 100 Meter länger getragen und hatten dann noch Sorgen, dass wir das Auto da jetzt nicht mehr aus dem Matsch rauskriegen. Dann kam aber die Streckenpatrouille fürs Mountainbike-Rennen. Die fahren da auf Motocross-Maschinen rum und überprüfen, ob die Strecke noch sicher ist und ob die Absperrungen noch alle stimmen. Die kamen dann genau zu dem Zeitpunkt vorbei, wo wir mit Aufbauen fertig waren. Und die konnten uns dann auch anschieben, helfen. Und dann war das alles noch halb so wild und der Tag halt doch noch gerettet. Aber das war dann auch schon wieder so ein Moment so, es war knapp. Das waren dann die anderen beiden Standorte, die wir hatten, auch alles gut eingepackt. Hier sieht man den Überrest von der Kabeltrommel. Also wir haben die Kabel nicht vollständig aufgebraucht, aber abschneiden will man die halt auch nicht, weil da muss man die wieder zusammenstückeln danach. Und wozu? Für die Bandbreite, wir haben es mal getestet, für die Bandbreite bringt es gar nicht mal so viel, wenn man die komplett abrollt oder so. Von daher kann man die einfach so in den Wald schmeißen. Die bessere Spannungsversorgung. Wenn es kommt, dann kommt es dicke. Das ist tatsächlich, wie der WLAN-Access-Point versorgt wurde, der da im Wald stand. Grund dafür war, das Ganze hat den ganzen Testlauf funktioniert, hat stundenlang bei mir in der Werkstatt funktioniert. In der Nacht vorher, als ich da nochmal Last-Minute-Dinge mit den Modems testen wollte, ich schließe den ersten 24-Volt-Wandler an die Modems an. Puff, Rauch. Okay, gut. Ich messe alles nochmal durch, guck, dass ich keinen Fehler gemacht habe, schließe den nächsten an, puff, Rauch. Okay, einen haben wir noch. Ich schließe den an ein anderes Modem an, puff, Rauch, shit. Gut. War dann so, was mache ich jetzt? Lustigerweise ist mir aufgefallen, wenn die Dinger durchbrennen, kommen die 12 Volt von der Autobatterie da raus. Die Modems laufen mit den 12 Volt weiter.
Also habe ich für die Modems die Spannungswandler einfach mal rausgenommen. Die Access Points hatte ich mit 12 Volt getestet, die laufen an, das sieht auch alles gut aus. Die sind dann aber irgendwie ein bisschen shaky, also ab und zu verlieren die Verbindung und so. Ich glaube nicht, dass die 12 Volt so wirklich mögen. Aber die Modems funktionieren auch mit 12 Volt, auch wenn es nicht in Specs drin steht. Von daher bekamen die Modems dann entsprechend einfach nur direkt 12 Volt rein. Und für den einen Access Point, der ein bisschen picky war, wurde halt wieder die Hacklösung genommen. Mein Gott. Das war dann unsere Intensivstation, also unsere Bildregie, damit man es mal so im Vollen sieht. Ist eigentlich ganz cool, dass wir das von den Veranstaltern da immer hingestellt kriegen. Da hat man einen schönen Überblick über den Dorfplatz. Da sitzt auch mein Bruder, der die Tontechnik macht. Ist eigentlich schon sehr gut, wie wir da unterstützt werden bei der ganzen Geschichte. Das ist wieder mein Mischerrechner. Diesmal sieht man ein bisschen mehr. Hier unten ist die GUI. Da hinten scrollen lustig Fehlermeldungen, wie das halt so ist bei Production-Ready-Software. Also es gibt tatsächlich ein paar Fehler, die diese G-Streamer-Pipeline wirft. Aus denen werde ich bis heute nicht schlau. Die fange ich dann halt einfach ab, gebe sie auf der Konsole auf und sage, ja, mach mal weiter. Es scheint der Sache keinen Abbruch zu tun. Hier haben wir unseren Fernseher. Das mit mehreren Fernsehern ist irgendwie nie passiert, weil irgendwie komme ich da jedes Jahr an und da steht nur ein Fernseher und ich habe 3 Raspberry Pis im Rucksack. Aber ich habe es mittlerweile aufgegeben, da zu diskutieren. Solange ein Fernseher da steht, ist okay. Ist auch weniger Arbeit mit dem Auf- und Abbau. Und die Leute stehen da genauso vorne dran. Diesmal sogar mit ein paar Leuten, die vorne dran stehen und gucken. Ich habe mir dann noch den Scherz erlaubt und habe das eine Bild, was quasi über die Freifunk-Hardware kam, da habe ich noch ein bisschen Werbung von Freifunk außen an den Bildschirm geklebt, weil war eigentlich schon cool, dass die mich da so unterstützt haben. Und dass Leute vom Freifunk da vorher da waren und mir beim Aufbau Händchen gehalten haben, wenn mir alles um die Ohren fliegt. Weil, das ist die andere Geschichte, der Zustand ist, genau, das war 15.35 Uhr, das war kurz nachdem ich wiedergekommen bin. Weil wir haben aufgebaut, alles angeschlossen und es ging eine Weile und ich habe gemeint, gut, ich fahre jetzt nach Hause, ziehe mich um, weil ich will ja dieses Mountainbike-Rennen mitfahren. Komm vom Mountainbike-Rennen zurück oder komm vom Umziehen zurück, freue mich schon aufs Rennen, irgendwie Testbild auf allen drei Dingern. Beziehungsweise Testbild auf, nee, der WLAN-Stream war da, Testbild auf den zwei, die über die Modems kamen. Und ich so, okay, irgendwas ist faul. Ja, und dann stellte sich raus, dass da irgendwie durch die Modems nichts mehr durchging. Man konnte die Modems auf der anderen Seite nur noch sporadisch pingen, die Kameras überhaupt nicht, alles war seltsam. Dann habe ich mir gedacht, so, okay, ja, fuck it, kann ich jetzt auch nichts tun. So, dann hat Saunai gemeint, oh, ich gehe mal los und starte das ganze Zeug neu. Das hat er dann auch gemacht und ich war eigentlich der Meinung, dass ich das vorher schon mal probiert hätte und dass es nicht funktioniert hat. Auf einmal funktionierte es wieder, wir konnten uns keinen rechten Reim drauf machen, egal, es funktioniert, Party, jetzt läuft das. Dann bin ich erstmal mein Rennen fahren gegangen. So, dann habe ich mal ein paar Fragen gestellt in Bezug auf diesen Modems. Wenn man so über Ecken an die Entwickler von der Firmware drankommt, dann darf man da auch mal interessante Fragen stellen. Und es stellte sich raus, wenn man da zwei Links kaskadiert auf so einem Modem und einer von den beiden Links kommt zuerst hoch immer und den benutzen sie dann irgendwie, um Dinge für den anderen Link auszuhandeln oder so. So genau habe ich es dann auch nicht erklärt gekriegt, weil geheime Secret Sauce. Und nun ja, wenn dann auf diesem Link sehr viel Traffic passiert, während der andere Link noch nicht oben ist, laufen irgendwelche Puffer voll und der Link, der da ist, bricht wieder weg. Und das Spiel beginnt von neuem. Sprich, meine Skripte, die sofort nachdem die IP-Verbindung wieder stand oder nachdem ich durch die Modems wieder mit IP durchkam, probiert hat, die Kameras wieder an den G-Streamer dran zu tütteln, damit die Bilder wieder da sind, hat quasi den Modem-Link abgeschossen. Alles einfach mal neu starten, vermutlich auch die Mischer-Software neu starten zwischendurch mal, hat dann irgendwann Bedingungen geschaffen, bei denen dieser Link wieder hochkam. Dann war der Link wieder da und es hat keiner mehr gehustet und es ist nichts passiert und es ist gut gegangen. Mittlerweile sollte auch der Bug gefixt sein. Hoffe ich doch. Ja, die fernöstlichen Spannungswandler, die ich hatte, also diese kleinen China-Dinger, sind wohl eher Räucherstäbchen. Ich hätte es eigentlich wissen müssen, wenn da 2,5 Ampere draufsteht und ich 1,5 Ampere brauche, dann sollte ich vielleicht die 3 Ampere-Variante kaufen. Ja, passiert. Ich habe auch noch keine Ahnung, warum die dann reihenweise abgeraucht sind, nachdem sie stundenlang funktioniert haben. Mein Verdacht ist, dass, als ich zum ersten Mal getestet habe, die ganzen Komponenten vorher normal gelaufen sind mit dem Netzteil. Und in dem Fall waren sie jetzt halt eine Weile in der Ecke gelegen, die Kondensatoren waren entladen. Ich habe das Ding angeschlossen und das hat Puff gemacht. Naja, die Lösung war direkt 12 Volt, womöglich 230 Volt, wo sonst. Und damit sind wir ganz gut gefahren.
Ja? Also da war gerade eine Frage zu den Spannungswandlern. Ich wiederhole das jetzt mal für den Stream, weil ich bin ja Profi. Die Batterien besonders voll oder besonders leer oder so? Nee, die waren eigentlich genauso wie bei den Tests vorher. Ich habe die einmal geladen und dann in die Ecke gestellt. Und mein Verdacht ist tatsächlich, dass es der Inrush-Current in die Kondensatoren waren. Weil nachdem ich habe auch danach nochmal irgendwie damit rumgespielt und da ist wieder nichts passiert. Und die Komponente war vorher irgendwann mal kurz an der Steckdose, so einen Tag vorher oder so. Also mein Verdacht ist das echt, dass die da ein bisschen sensibel sind. Noch eine Frage? Das wäre jetzt auch mein Verdacht. Also kann es vielleicht sein, dass du zuerst die Router angeschlossen oder die Modems angeschlossen hast und dann die Batterie und sonst andersrum? Nee, also der Kommentar da gerade war, ob ich die vielleicht andersrum angeschlossen hätte, erst Modems, erst Batterie oder umgekehrt. Nee, das war eigentlich immer in derselben Reihenfolge, weil die Modems haben Schraubklemmen und die sind eigentlich fest mit den Kabelsätzen vertüttelt und eigentlich sollte da kein Unterschied sein an der Stelle. Ja, noch ein Kommentar? Ja, natürlich kann man auch zwei Autobatterien nehmen. Die Idee hatten wir dann auch noch zwischendurch. Ich glaube, ein paar von den Modems sind tatsächlich dann am Schluss auf zwei Batterien in Reihe gelaufen. Kann man natürlich auch machen. Muss man doppelt so viel Batterien schleppen und die Anzahl an Autobatterien, die ich halt zur Verfügung hatte, war irgendwie endlich. Ich meine, wenn wir jetzt eh schon Fragen machen, dann wäre es das jetzt auch. Also vielleicht noch so mein Schlussfazit. Ja, der Patient lebt. Ja, man kann das sehr billig machen. Es gilt wie immer, je weniger Geld man reinsteckt, desto mehr Nerven steckt man rein. Bei so Veranstaltungstechnik gilt es nochmal doppelt, weil alles, was im Test 500 Mal funktioniert hat, wird auf der Veranstaltung mindestens einmal durchbrennen. Ihr könnt Sicherungen einbauen, so viel ihr wollt. Ihr könnt Verpolschutz einbauen, so viel ihr wollt. Irgendjemand wird es hinkriegen, dass es kaputt geht. Und von daher immer einen Plan B zur Hand haben und im Zweifelsfall echt wüst improvisieren, weil im Endeffekt kräht da kein Hahn danach. Wenn da ein Bild da ist, ist da ein Bild da und die Leute sind glücklich. Das hinten dran ist eher so fürs eigene Ego. So, falls noch irgendjemand das richtig in der Tiefe nachvollziehen muss, alles, was ich für Snowmix gebaut habe, liegt undokumentiert, so wie sich das gehört. Darum, ich werde da irgendwann noch mal eine Doku machen, weil 2016 war jetzt zumindest von meiner Seite aus, wenn nicht noch irgendwas passiert und ich da doch noch mal anders drüber nachdenke, das letzte Mal, dass ich das gemacht habe. Ich werde nächstes Jahr um die Jahreszeit relativ viel mit der Uni zu tun haben und ja, ich komme dann immer dazu. Wenn ihr irgendwie Fragen habt oder sowas nachbauen wollt und irgendwo mit G-Streamer hängt und so, ich bin da jetzt kein Experte. Ich bin noch nicht mal so richtig, dass ich sagen würde, ich habe da irgendwie solides Wissen, aber ich kenne so den einen oder anderen Trick. Twittert mich doch an, schreibt mir E-Mails, schreibt mich im Jabber an. Falls ihr die Veranstaltung noch ein bisschen näher angucken wollt, es gibt einen Twitter, den ich für die mache und es gibt eine Webseite, die ich für die mache, wo die Fotos von den Veranstaltungen sind. Wir haben ein sehr cooles Fotografenteam, was uns erlaubt, die ganzen Fotos frei zu verwenden und ins Internet zu kippen und jeden benutzen zu lassen, was ich auch sehr cool finde. Guckt euch das mal an, wenn ihr Lust auf sowas habt. Vielleicht kommt ihr ja mal vorbei oder so, wenn ihr in der Nähe seid. Ja, sonst noch Fragen? Keine Fragen. Da hinten. Moment, da gehe ich doch mal. Ups, das war das falsche Escape. Normalerweise kommt bei... Ah, da kommt die Übersicht. Klick, klick. Die Kameras waren die Version 2. Die gibt es von verschiedensten Marken auf eBay. Die Gehäuseform und dass irgendwo die Stichworte RTSP und H264 auftauchen, scheinen da so das Relevante zu sein. Es gibt eh nur 3, 4 Chipsätze in diesen China-Kameras, soweit ich das überblicken kann. Kann sein, dass es mittlerweile mehr sind. Und die Kameras hier, diese lila Dinger, die, keine Ahnung, was der Markenname davon war, die will man unbedingt vermeiden. Was auch noch so ein Ding ist, wenn ihr so ein Teil kriegt, schließt das nicht einfach an euer Netzwerk zu Hause an. Schließt das nur an einen Laptop an, weil das Erste, was die Teile machen, ist, sich per DHCP eine IP zu holen, per Universal Plug and Play ein Port Forwarding auf eurem Router zu machen für den Streaming-Port und
dann, wenn ihr das chinesische Tool aufmacht, das mitgeliefert wird, was, wenn ihr Glück habt, Englisch übersetzt ist, geht es an einen Dünn-DNS-Dienst vom Kamerahersteller und greift auf einen Dünn-DNS-Namen zu, den die eurer weltöffentlichen IP zugewiesen haben. Ja, aua. Das könnt ihr denen aber relativ schnell abgewöhnen, weil die Universal Plug-and-Play-Anfragen, die gehen an das, was als Gateway eingetragen ist, und 127.001 ist ein valider Eintrag als Gateway. Macht das, schaltet DHCP ab, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ich habe die auch oft genug an Wireshark betrieben, um sagen zu können, dass zumindest die da sonst keinen verdächtigen Traffic macht. Ja, noch eine Frage? Die Bildqualität ist natürlich hier nicht VOG-Qualität, das muss man ganz klar sehen. Ich meine, das ist eine 60-Euro-Kamera, die irgendjemand im Fernen Osten zusammengebrutzelt hat. Die ist okayisch, ein bisschen über dem, was man so gemeinhin als Überwachungskamera-Qualität kennt. Also wenn ihr irgendwie eine billige, günstige Webcam nehmt, die HD rausgibt und die halbwegs brauchbares HD-Bild liefert, so in dem Bereich seid ihr da. Ich habe gerade leider kein Sample da. Ich wollte eigentlich noch ein Sample machen, aber ich war die ganze letzte Woche irgendwie ein paar Kilometer von dieser Kamera entfernt. Von daher leider kein Sample. Aufzeichnen ist auch so ein Ding. Ich zeichne dieses Zeug nicht auf, was da passiert. Ich streame das auch nicht ins Internet. Das waren so Punkte, die ich irgendwann in Zukunft mal vorhatte, aber ich muss mal schauen, wie ich da Zeit zu finde. Weil lustigerweise, diese Bildregie, da ist direkt unten drunter, unter dem Gerüstboden, der da drin liegt, steht ein DSLAM von Inexio. Und man könnte die ja mal vielleicht bequatschen, dass man da einfach so eine Ader runterhängen lassen kann und die einem Internet geben für einen Tag. Wäre schon cool. Dann gibt es das auch live im Internet. Dann greifen wir noch den Stream vom Kommentator ab, mischen den noch drüber, richten eine Kamera auf den Dorfplatz, verzögern den Stream um die 2 Sekunden wegen der Latenz. Und dann läuft das. Sonst noch irgendwie Fragen, Anmerkungen, Wünsche? Nochmal da hinten in der Ecke. Hast du dir außer G-Streamer noch andere Tools angeguckt? Andere Tools außer G-Streamer. Es gibt ja auch so kommerzielle Video. Ja, es gibt auch kommerzielle Videomischlösungen. Da wusste ich einerseits nie so wirklich, kriege ich da mein Bild irgendwie rein? Also G-Streamer hat halt den Vorteil, es ist ziemlich universell und ziemlich viele Leute haben Patches für irgendwelche obskure Hardware dafür geschrieben. Das muss man denen lassen. Ja, kommerzielle Lösungen. Ich habe mich damals umgeguckt, habe festgestellt, die sind entweder nicht im Budget oder ich müsste die dann cracken, was ich ja mit meiner Ethik hier als Mediziner nicht vereinbaren kann wieder. Ich kann ja nicht der armen Software da wehtun. Es war halt so, naja, es war das Erste, was ich gefunden hatte, was halbwegs vielversprechend aussah. Es war dann das Erste, was ich ans Laufen bekommen habe. Ich habe es halt genommen. Ich meine, es gibt jetzt auch hier, neuerdings habe ich gesehen, VocDoCore oder wie das heißt, vom VOC. Das wollte ich mir mal angucken, ob man das frisieren kann für meinen Anwendungszweck, aber ich glaube, die haben auch irgendwas im G-Streamer drumherum gestrickt. Ich weiß es aber nicht genau, ich habe noch nicht reingeguckt. Ja, dann, wenn jetzt nichts mehr ist, dann bedanke ich mich mal, dass ihr doch so zahlreich erschienen seid und versucht das Ganze nachzubauen, aber werdet nicht wahnsinnig dabei.